Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier drinnen und auch draußen im Stream. Warum wir ein Klimaschutzgesetz und einen Klimaschutzplan brauchen, das wurde hier im Plenum und in den zuständigen Ausschüssen auch schon ausreichend diskutiert und dokumentiert. Und warum Gesetz und Plan nicht ausreichend sind, haben wir hier auch schon vorgetragen. Um das Gute am vorgelegten Klimaschutzplan vorwegzunehmen, es werden viele, genau 224 Einzelprojekte aufgelistet, 154 Maßnahmen und 70 ergänzende Vorhaben. Alle relevanten Handlungsfelder sind berücksichtigt. Die Entwicklung des Plans war vorbildlich. Zunächst ein Dialog- und Partizipationsverfahren zwischen Politik, Industrie und Zivilgesellschaft unter Beteiligung aller relevanten gesellschaftlichen Gruppen. Unternehmer, Umweltverbände, kommunale Spitzenverbände, inklusive direkter Bürgerbeteiligung über das Internet. Dann in dem zweiten Schritt konnten die Projekte in mehreren Zielgruppen, spezifischen Veranstaltungen und in einer Online-Beteiligung von allen Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden. Es wird auch richtig Geld in die Hand genommen. Insgesamt stehen bis 2017 Förderprogramme zum Klimaschutz von gut 1 Milliarde Euro ressortübergreifend bereit. Und es ist auch richtig, Maßnahmen direkter Förderung zu empfehlen, wenn sie sozial gerechter sind und den Personenkreis der Nutznießer auch auf Geringverdiener erweitern und damit deutlich vergrößern. Das verbessert nicht nur den Klimaschutz, das verbessert auch die Akzeptanz. Leider aber soll dieser Klimaschutzplan nur eine Roadmap sein. Bis zum Ende der Legislaturperiode verzichtet der Umweltminister darauf, Maßnahmen und seien es nur einzelne rechtsverbindlich festzulegen. Was in der nächsten Legislaturperiode dann werden soll, bleibt völlig offen. Unverbindliche Empfehlungen helfen aber nicht, wenn das ohnehin nicht besonders ehrgeizige Ziel erreicht werden soll, bis 2020 die Treibhausgasemissionen bezogen auf 1990 um 25% zu senken und bis 2050 um 80%. Das ist ein Ziel, das zusätzlich noch weit hinter den ebenfalls nicht wirklich ambitiösen Zielen der Bundesregierung zurückbleibt. Da reicht ein Einladungsprozess, wie der Herr Minister das genannt hat, ohne Zwangsmaßnahmen absehbar nicht aus, um, Zitat Herrn Remmel, 18 Millionen Einwohner in NRW durch die Kraft des guten Beispiels zu 18 Millionen Klimagenossen zu machen, Zitat Ende. Ganz besonders nicht, wenn diese weiche Klimaschutzpolitik durch die harten Tatsachen der tatsächlich geführten Politik ad absurdum geführt wird. Wenn versucht wird, die Leiden der sterbenden Braunkohle zu verlängern, indem man den Weiterbetrieb noch stärker subventioniert als bisher, unter dem Vorwand der Ertüchtigung statt der vor einigen Wochen aus Berlin vorgeschlagenen Klimaschutzabgabe. Wenn der neue Landesentwicklungsplan hinter den alten zurückfällt, was die Möglichkeiten der Verhinderung von Kohlekraftwerken und Fracking angeht, da hat man aus dem Desaster Datteln 4 die verkehrten Lehren gezogen. Abgesehen davon, dass man den illegalen Schwarzbau jetzt nachträglich zu legalisieren versucht. Selbst der zurückhaltende WWF lehnt die Anrechnung von Nettozukäufen an EU-Emissionszertifikaten als Treibhausgasemissionsminderung für NRW ab und fordert, die Ziele des Klimaschutzgesetzes durch reale Treibhausgasemissionsminderungen auf dem Territorium von NRW zu erreichen. Dem kann man sich nur anschließen. Der EU-Zertifikatehandel ist desolat und kann erst wirken, wenn er vom Kopf auf die Füße gestellt und Zertifikate verknappt und verteuert werden. Im Moment bringt ein Zertifikatekauf keine zusätzliche Emissionsminderung und derartige Rechentricks bringen keinen Klimaschutz. Sinn macht das nur, wenn man sich weiter auf alte, veraltete, CO2-intensive Technologien versteifen will. Oh, wie war das gerade mit der Braunkohle und mit Datteln 4? Gibt es da doch einen Zusammenhang zwischen Zertifikaten und Kohle, aber keinen mit Klimaschutz? Wie konnte das nur in den Klimaschutzplan geraten? Wenn Sie hier ernsthaften Klimaschutz betreiben wollen, dann müssen Sie zuerst an die größten Brocken ran, und das sind die Braunkohlekraftwerke. Herr Kollege, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kollegen Thiel zulassen? Ja, gerne. Bitte, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Rohwedder. Sie äußern sich jetzt zu bestimmten Projekten hier in NRW. Sind Sie bereit anzuerkennen, dass Nordrhein-Westfalen, ich beziehe jetzt mal auf das Jahr 2010, bei energiebedingten CO2-Einsparungen 15,3% erreicht hat. Das Land Thüringen rund 62%, Schleswig-Holstein rund 22%, aber Sachsen jeweils deutlich über 45%. Bayern dagegen als Industrieland 5,3% und Baden-Württemberg als Industrieland 6,9%.
Sind Sie bereit anzuerkennen, dass Nordrhein-Westfalen nicht den Weg wie in Thüringen und Sachsen geht mit Strukturbrüchen und Arbeitsplatzvernichtungen, sondern seine Hausaufgaben so macht, dass das vermieden wird und wir deutlich besser sind als andere Bundesländer, gerade als Bayern und Baden-Württemberg? Nein, das sehe ich anders. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie Strukturbrüche provozieren durch die Politik, die Sie hier durchführen, indem Sie weiter die Braunkohle am Leben zu halten versuchen, anstatt hier zielgerichtet und geplant den Ausstieg aus der Braunkohle, wie wir das vorgeschlagen haben, durch ein Braunkohleausstiegsgesetz herbeizuführen und dadurch Strukturbrüche zu vermeiden und stattdessen einen vernünftigen Strukturwandel gezielt und geplant und geformt durchzuführen. Also, solange Sie das aber nicht tun, sondern das genaue Gegenteil, werden Sie mit Ihrem Klimaschutzgesetz und Plan grandios scheitern. Und das können wir uns nicht nur nicht leisten, es wäre auch eine Schande und eine Verachtung gegenüber den Bürgern, die sich so viel Mühe mit der Beteiligung gemacht haben. Frau Brems, ich kann Sie nicht verstehen. Sie haben hier so schön dargelegt, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen Wirtschaft und Klimaschutz, dass im Gegenteil ein guter Klimaschutz innovative Arbeitsplätze schafft und die Wirtschaft stärkt auf Sicht. Warum, wenn Sie das wissen, warum in aller Welt machen Sie es dann nicht? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rohweder. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister.